Willkommen in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Dieser Vortrag wird Ihnen die Aufgaben und Tätigkeiten der PTB, des Nationalen Metrologieinstituts der Bundesrepublik Deutschland, kurz vorstellen. Was ist Metrologie? Metrologie ist die Wissenschaft und Anwendung des richtigen Messens physikalischer und technischer Größen. Hier sind einige Beispiele für zu messende Größen bzw. Messungen dargestellt. Die Zeit wird heute mit Methoden der Optik dargestellt oder gemessen. Für elektrische Größen wie die elektrische Spannung werden vielfach sogenannte Quantennormale eingesetzt. Aber auch mechanische Größen wie Kräfte oder Längen besitzen weiterhin eine große Bedeutung, letztere zum Beispiel im Zusammenhang mit Entwicklung von Nanotechnologien. Die Metrologie ist eng mit Naturwissenschaften und Technik verbunden. Sie bildet die einheitlich methodische Grundlage und das ordnende Regelwerk für Messungen in diesen Disziplinen. Dazu gehören auch Verfahren zur konsistenten Bewertung von Messergebnissen. Die Metrologie bildet also die Grundlage für die Einheitlichkeit des Messwesens, und zwar sowohl national als auch international. Diese Einheitlichkeit ist ihrerseits wesentlich für weltweiten zuverlässigen Handel und technische Zusammenarbeit. Wenn ein Kunde zum Beispiel einen Computer, der in Irland hergestellt und für den Betrieb mit 230 Volt spezifiziert wurde, in Deutschland an eine Steckdose anschließt, so soll er sich sicher sein können, dass sich sowohl die Spezifikation als auch die Netzspannung auf die gleiche Einheit Volt beziehen. Ein weiteres Beispiel ist hier ebenfalls illustriert. Ein mechanisch komplexer Motorblock, der zum Beispiel in China hergestellt wurde, soll problemlos in ein deutsches Auto eingebaut werden. Um dies sicherzustellen, sind einheitliche und präzise Messungen der mechanischen Größen des Bauteils erforderlich. Einheitliche und zuverlässige Messungen sind auch für die Bereiche Verbraucherschutz und Lebensqualität relevant. Dieses Bild zeigt das Lager für Atomtransporterbehälter. Mit Messmethoden für ionisierende Strahlung wird zum Beispiel überprüft, ob Strahlenschutzgrenzwerte in der Umgebung des Lagers eingehalten werden. Ohne präzise Messungen sind technische Innovationen nicht möglich. So sind zum Beispiel für die Entwicklung moderner Beleuchtungstechnik entsprechende photometrische und radiometrische Messmethoden erforderlich. Messen heißt stets vergleichen. Dieses Zitat stammt von Hermann von Helmholtz aus dem Jahre 1887. Bei einem Messvorgang wird stets der unbekannte Wert einer physikalischen Größe mit einer Referenz der gleichen Größenart verglichen. Messen bedeutet aber auch stets zählen, und zwar wie oft das Referenzmaß, zum Beispiel ein Längenmaß, in die zu messende Größe passt. In diesem einfachen Beispiel die Länge des Stifts. Menschen messen seit tausenden Jahren, und zwar seit Handel und technische Zusammenarbeit existieren. Bei dem ältesten bekannten Referenzmaß handelt es sich um einen Längenmaßstab, die über 4600 Jahre alte Nippur-Elle aus Mesopotamien. Diese weiteren Beispiele, eine Waage aus Ägypten, eine Sonnenuhr aus römischer Zeit und Volumengefäße aus Pompeji, verdeutlichen, dass Referenzmaße immer den Stand der Technik und der messtechnischen Bedürfnisse ihrer Zeit widerspiegeln. Für lange Zeiten der Menschheits- und Technikgeschichte war das Messwesen jedoch nicht vereinheitlicht. Bis ca. 1800 wurden zum Beispiel allein in Deutschland sehr viele regional verschiedene Längenmaße, damals Ellen bzw. Fuß, verwendet. Diese Uneinheitlichkeit des Messwesens stellte nicht nur in Deutschland eine erhebliche Behinderung für Handel und technischen Fortschritt dar. Das Konzept der nationalen und internationalen Einheitlichkeit von Maßen und Gewichten setzte sich jedoch in den Jahren nach der Französischen Revolution zunehmend durch. Und am 20. Mai 1875 wurde auf Initiative Frankreichs die Meterkonvention unterzeichnet. In diesem Staatsvertrag vereinbarten 17 Staaten, darunter das Deutsche Reich, zum einen die Vervollkommnung des metrischen Systems sowie die Schaffung von international gültigen Definitionen für das Kilogramm als Einheit der Masse und den Meter als Einheit der Länge. Es wurde ebenfalls vereinbart, ein internationales Büro für Maße und Gewichte einzurichten. Und dieses BIPM ist auch heute noch in Sèvres in der Nähe von Paris angesiedelt. Aus den ursprünglich 17 Unterzeichnerstaaten sind heute 96 Staaten geworden, die Mitglieder der Meterkonvention oder assoziiert sind. Diese Staaten stellen fast 97% der Weltwirtschaft dar. Aus dieser Zahl lässt sich die enorme wirtschaftliche Bedeutung des internationalen Messwesens ableiten. In den Jahren seit 1875 wurden durch die Meterkonvention auch Vereinheitlichungen für die Messungen elektrischer und photometrischer Größen, die Messungen ionisierender Strahlung sowie Messungen in der Chemie vorgenommen. Diese Festlegung der Meterkonvention ermöglichen heute, dass eine einmal korrekt gemessene physikalische Größe weltweit akzeptiert werden kann. Durch diese internationale Einheitlichkeit des Messwesens werden Handelshemmnisse abgebaut und technologische Innovationen ermöglicht. Einige Jahre nach der Unterzeichnung der Meterkonvention, und zwar 1887, wurde in Berlin die Physikalisch-Technische Reichsanstalt, die Vorgängerinstitution der PTB, gegründet.
Maßgeblich angeregt und unterstützt wurde die Gründung der PDR von Werner Siemens. Hermann von Helmholtz wurde ihr erster Präsident. Es war das Ziel der Einrichtung der PDR, eine staatlich finanzierte, außeruniversitäre Forschungseinrichtung zu schaffen, die sowohl der freien Grundlagenforschung verpflichtet ist, als auch die Industrie unter anderem mit Maßbestimmungen und Prüfungen unterstützt. Dass Siemens als Industrieller und Helmholtz als Wissenschaftler die Gründung der PDR prägten, illustriert die besondere Bedeutung einer leistungsstarken Metrologie für Handel und industrielle Entwicklung, damals, heute und zukünftig. Für ein leistungsstarkes und zuverlässiges Messwesen zu sorgen, ist auch heute die Aufgabe der PTB. Gegründet als weltweit erstes nationales Metrologieinstitut ist die PTB heute eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Sie hat ca. 2000 Beschäftigte, davon sind etwa ein Drittel Wissenschaftler, darunter auch wissenschaftlicher Nachwuchs. Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der PTB werden in etwa 650 wissenschaftlichen Veröffentlichungen pro Jahr dokumentiert. Die PTB ist als Bundesbehörde Teil der staatlichen Verwaltung und Infrastruktur. Mehr als 20 Gesetze und Verordnungen übertragen der PTB spezifische Aufgaben. Besondere Bedeutung für die PTB haben das Einheiten- und Zeitgesetz und das Mess- und Eichgesetz. Aber auch in Verordnungen, zum Beispiel aus der Arbeitssicherheit, sind Aufgaben der PTB festgelegt. Die PTB hat drei Standorte: in Braunschweig, Berlin-Charlottenburg und Berlin-Adlershof. Diese Übersicht zeigt die Organisationsstruktur der PTB. In 9 Fachabteilungen erfolgen Forschungsarbeiten, vor allem zur Weiterentwicklung von Normalen und Messmethoden, sowie metrologische Dienstleistungen wie Konformitätsbewertungen und Beratungsleistungen. Die PTB und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie werden durch ein Kuratorium in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Ausrichtung der PTB beraten. Circa 30 hochrangige Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft sind Mitglieder dieses Kuratoriums. Unter ihnen waren bzw. sind auch eine Reihe von Nobelpreisträgern. Aktuell Wolfgang Ketterle vom Massachusetts Institute of Technology. Die PTB ist als Bundesbehörde Teil der staatlichen Verwaltung Deutschlands. Sie ist jedoch keine typische Verwaltungsbehörde, insbesondere deshalb, weil ca. 60% der Tätigkeiten in der PTB eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind. Die PTB ist aber auch kein typisches Forschungsinstitut. Ihre Grundbeauftragung, die Sicherstellung der Einheitlichkeit des Messwesens, hat Verfassungsrang und viele weitere Aufgaben sind gesetzlich geregelt. Die Forschung in der PTB hat das Ziel, die heutigen und zukünftigen Anforderungen in der Metrologie zu erfüllen. Eine zentrale Aufgabe der PTB ist die Darstellung, Bewahrung und Weitergabe der physikalischen Einheiten. Diese Übersicht zeigt die 7 Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems SI. Alle weiteren in Naturwissenschaft und Technik verwendeten Einheiten können von diesen Basiseinheiten abgeleitet werden. 2 Beispiele sollen die Darstellung und Weitergabe der Einheiten illustrieren. Die PTB stellt die nationale Masseskala dar. Sie verwahrt den nationalen Kilogramm-Prototypen der Bundesrepublik Deutschland. Durch Vergleichsmessung mit diesen Prototypen sind Präzisionsmassebestimmungen im Bereich von 1 Milligramm bis 5 Tonnen möglich. Derzeit wird in der PTB auch intensiv an einer absehbaren Neudefinition des Kilogramms gearbeitet. Zukünftig kann ein Kilogramm zum Beispiel durch eine genaue Anzahl von Siliziumatomen realisiert werden. Deshalb werden in der PTB hochgenaue Methoden der Herstellung und Messung von nahezu perfekten Siliziumkristallkugeln entwickelt. Die gesetzliche Zeit für Deutschland ist das bekannteste Produkt der PTB. Sie basiert auf hochgenauen Atomuhren, die in der PTB entwickelt und betrieben werden. Diese Atomuhren gehen in einem Jahr lediglich um 10 Milliardstel Sekunden falsch. Insbesondere in den Bereichen Verkehr und Kommunikation basieren Produkte und Dienstleistungen auf der Nutzung derart genauer Zeitinformationen. Für die hochgenaue Verbreitung der gesetzlichen Zeit in Deutschland ist ebenfalls die PTB verantwortlich. Die Verbreitung erfolgt zum Beispiel über das Zeitsignal des Langwellensenders DCF-77, das hunderte Millionen von Funkuhren empfangen. Weiterhin betreibt die PTB über das Internet zugängliche Zeitserver und verbreitet die Zeit über diesen Service. Die Aktivitäten der PTB erfolgen vielfach in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern aus Industrie und Wissenschaft. PTB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind darüber hinaus auch in vielen Metrologieorganisationen und Gremien prägend aktiv. Diese kurze Vorstellung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt soll mit unserer Mission schließen. Fortschritt und Zuverlässigkeit in der Metrologie führen zu besseren Produkten, besserer Forschung und besserem Leben.